DSK-Kapitän Clemens Trimmel, was hältst du von Halle, Platz und Belag? Ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr schöne Location hier. Es ist von der Halle her, es ist gute Lichtverhältnisse. Die Zuschauerränge sind sehr eng am Platz. Das sorgt wahrscheinlich für eine sehr, sehr positive Davis-Cup-Atmosphäre, wobei man natürlich dazu sagen muss, die meisten Zuschauer werden leider gegen uns sein. Aber von der Halle her ist es einmal top. Der Platz befindet sich auch in sehr gutem Zustand. Es ist ein relativ langsamer Sandplatz, aber ich glaube, es ist sehr fair für beide Mannschaften und wir bereiten uns so gut wie möglich vor. Die Absage von Alex Beer, ist das jetzt ein Problem für das Davis-Cup-Team? Nein, ist kein Problem. Primär tut es mir mal leid für den Alex, weil er gerade sich in seiner Top-Form befindet und uns immer auch im Davis Cup ein großer Hilfefaktor ist. Aber wir haben jetzt mit dem Oli Marach in dem Team einen Ersatz, möchte ich fast nicht sagen, aber einen sehr arrivierten Doppelspieler auch dazu bekommen. Ich bin dem Oli auch sehr dankbar, dass er sich sehr spontan dafür entschieden hat, nach meinem Anruf gestern sofort zur Verfügung zu stehen, und ich freue mich schon auf ihn und wir werden das kompensieren können. Jürgen Melzer, Österreichs Nummer 1, wie sind die Trainings bisher verlaufen und ist der Sandplatz eher ein schneller oder ein langsamer? Ja, also bis jetzt, glaube ich, sind die Trainings sehr, sehr gut verlaufen. Wir haben jetzt 3 Trainingseinheiten quasi hier absolviert und bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr positiv. Die Bedingungen hier sind, die Bälle sind sehr, sehr schwer, also die Bälle machen es langsam. Der Platz selber ist fair, also ist auch, verspringt sich bis jetzt nicht viel, also das haben sie sehr, sehr gut da reingelegt. Was sagst du zum Ausfall vom Alex Beer zur Verletzung bei den US Open und was sagst du dann in weiterer Folge zum Davis Cup Comebacker Oliver Marach? Ja, es trifft uns natürlich sehr, sehr bitter, dass der Alex ausfällt. Der hat in der heurigen Saison bewiesen, dass er ja einfach, dass sie das zweitbeste Doppel sind oder dass er der drittbeste Doppelspieler der Welt ist, und so jemanden vorgeben zu müssen, tut dem ganzen Team natürlich weh. Nichtsdestotrotz kommt mit dem Olli jemand nach, der im Davis Cup bewiesen hat, dass er ja über sich auch hinauswachsen kann, und soviel ich weiß, hat er bis jetzt erst eine Partie verloren und den Rest alle gewonnen. Also ich glaube, dass das ein würdiger Ersatz ist. Okay, reden wir ein bisschen über die Gegner. Es gibt den Robin Haase, den Galung, den Timo de Backer und den Reuer. Wie würdest du die einschätzen? Ja, die Nummer 1, Robin Haase, ist, glaube ich, ein sehr, sehr erfahrener Davis Cup Spieler mittlerweile, der ja auch im Davis Cup sehr, sehr gute Leistungen auch gebracht hat. Hier jetzt auf jeden Spieler einzeln einzugehen, ich meine, das sind alles Spieler, die in den letzten Jahren wirklich auch gut gespielt haben, auch im Davis Cup. Den Doppelspieler kann man vielleicht ein bisschen rausheben, der ist wirklich ausgezeichnet. Also die haben auch im Davis Cup unter anderem Federer und Wawrinka geschlagen auf Sand. Also die sind sicher sehr, sehr gefährlich. Alles in allem, glaube ich, ein ausgeglichenes Team, und was es uns schwierig macht, natürlich sie zu besiegen, aber ich glaube, dass wir unsere Chancen hier haben. Sie gehen natürlich, glaube ich, als Favorit in diese Begegnung, weil sie eben sich alles so herrichten haben können, wie sie das wollen haben, und das logischerweise dann auch ihre besten Bedingungen sind. Nichtsdestotrotz gehen wir hier nicht chancenlos in dieses Wochenende. Super, Jürgen Melzer, danke und viel Erfolg.